würde sagen, wir fangen mal an, oder? Ja, einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie sich eingefunden haben hier zu dem Fachforum, dem ersten in diesem Zelt am heutigen zweiten Tag der Woche der Umwelt. Herausforderung für die Wasserversorgung, Wasser für grünen Wasserstoff. Also der Titel macht es ganz deutlich, es geht um einen Perspektivwechsel, womöglich auf das Thema Wasserstoff zu schauen und zu sagen, okay, was ist denn mit dem Element, dessen Name und Bezeichnung in Wasserstoff drinsteckt, nämlich Wasser bei der ganzen Diskussion. Das ist eins der zentralen Anliegen und Ansätze der heutigen Veranstaltung hier in diesem Zelt. Mein Name ist Carla Schönfelder, ich komme vom Büro Team Even aus Darmstadt und darf die heutige Veranstaltung hier moderieren. Ich stelle Ihnen gerade mal die Gäste neben mir vor. Zu meiner Linken direkt Dr. Michael Janssen vom ÖOBV. Er wird den Wasserverband hier aus dem Nordwesten Deutschlands gleich nochmal vorstellen, aller Ausführlichkeit in den 10 Minuten, die ihm insgesamt gegeben ist. Herr Janssen ist Leiter Asset Management und strategische Planung beim ÖOBV, dem flächenmäßig größten Wasserversorger, glaube ich, in Deutschland. Flächenmäßig, habe ich mal gehört. So ist es richtig. So ist es richtig. Neben Ihnen Ingbert Liebing vom VKU. VKU-Verband kommunaler Unternehmen. Er ist dort der Hauptgeschäftsführer. Der VKU vertritt 1550 oder mehr als 1550 Unternehmen auf kommunaler Ebene und er vereint sozusagen die energiepolitische Perspektive oder Energieperspektive und die Wasserversorgungsperspektive. Also sind natürlich hier auch die perfekte Schnittstelle für unsere heutige Diskussion. Herr Liebing, willkommen, schön, dass Sie da sind. Neben ihm Frau Gerke vom Fraunhofer-Institut Umsicht. Das steht für Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik. Sie leiten dort die Abteilung Umwelt- und Ressourcennutzung mit dem Schwerpunkt Wasser. Sie haben also auch die Forschungs- und Wissenschaftsperspektive für die Diskussion heute in den Blick genommen. Neben Ihnen Wolf Merkel vom DVGW, dem Deutschen Verband des Gas- und Wasserfachs, im Vorstand Wasser und ist seit über 20 Jahren in der Wasserwirtschaft tätig und bestens auch mit den ganzen Fragen des Wasserbedarfs, der Wasserversorgung, auch wieder technologischer Fragen vertraut. Herr Merkel, auch ganz herzlich willkommen. Ja, wir wollen kurz noch schauen, wen wir denn hier so in der Runde haben, ohne auf Sie jetzt persönlich eingehen zu können, aber mal so ein bisschen Gefühl zu kriegen, mit welcher Brille kommen Sie denn hierher. Also heben Sie doch bitte mal die Hand, wenn Sie sich beruflich oder auch einfach so aus Interesse intensiv mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen. Mutig? Okay. Schön. Wer beschäftigt sich denn beruflich oder auch ansonsten intensiv mit dem Thema Wasserversorgung? Aha, okay. Ja, dann haben wir ja natürlich die weiß nicht, tragen wir jetzt die Eulen nach Athen? Nein, ganz sicherlich, ganz sicherlich. Und wer von Ihnen würde denn sagen, das Thema Wasser wird in der Diskussion zur Wasserstofftechnologie ausreichend berücksichtigt im Moment? Niemand, okay. Dann schauen wir mal, ob nachher dann noch eine Hand hochgeht oder ob alle sagen, ja, fühle mich bestätigt. Okay, super. Ja, wir wollen das Ganze jetzt gestalten. Wir haben einen 10-minütigen Impuls von Herrn Dr. Janssen vom ÖOBV aus der Perspektive eines Wasserversorgers. Das ist ja die Brille, ich hatte eben schon mal gesagt. Und dann steigen wir in die Diskussion ein und haben bis 10.50 Uhr Zeit. So sind die Fachdiskussionen alle konzipiert. Das ist ein guter Hinweis. Wir rutschen zusammen. Möchte hier jemand reinkommen? Tun Sie es gerne. Ja, nur zu. Erste Reihe geht immer. Ich stelle noch keine Fragen. Ja, wer weiß. Ich überlege mir was für nachher. Dann komme ich natürlich noch auf Sie zu. Sehr klar, sehr klar. Okay. Herr Janssen, dann darf ich Ihnen das Wort geben. Wir sind gespannt. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen alle zusammen bei 10 Minuten oder Wasser für grünen Wasserstoff in 10 Minuten. Wir befassen uns kurz mit der Wasserstoffregion im Nordwesten Niedersachsen, gehen dann über zum Thema Produktion von grünem Wasserstoff und das ist sehr entscheidend. Wir beschäftigen uns im Kern ausschließlich mit dem Thema grünen Wasserstoff. Das ist auch der Grund, warum der Nordwesten so interessant ist. Und dann gehen wir nochmal über zum Thema Wasser, deswegen wir ja nun mal heute hier. Ja, wer sind wir? Ich werde jetzt mich nicht lange mit dem ÖOBV beschäftigen. Grundsätzlich können wir aber sagen, wir decken so ungefähr die
den Nordwesten mit 7400 Quadratkilometer ab, haben dort ca. 1 Million Kunden, die wir mit Wasser versorgen. Ein sehr, sehr wichtiger Wert für sie ist 83 Millionen Kubikmeter Trinkwasser geben wir pro Jahr derzeit ab. Das war auch in den letzten Jahren stark steigend, sodass wir also davon sprechen können, was den Trinkwasserbedarf betrifft, aber auch generell sind wir in einer Wachstumsregion. 15 Wasserwerke, ca. 14.600 Kilometer Rohrleitungsnetz, da kommt ein bisschen was zusammen. Der Nordwesten, vielleicht noch dazu, wenn wir jetzt darüber sprechen, was ist so die Wasserstoffregion dort, dann reden wir eigentlich nur über die primär über die Ostfriesische Halbinsel und das zieht so rüber in die Wesermarsch. Ja, der südliche Bereich ist eher weniger stark betroffen von der Fragestellung rund um Wasserstoff. Wasserstoff, Sie hatten sicherlich alle oder viele von Ihnen schon die Gelegenheit, gestern einige Fachforen zu besuchen oder auch das Podium. Da wurde ja durchaus auch kontrovers diskutiert, wofür wollen wir jetzt Wasserstoff letztendlich nutzen. Wir haben ein Thema, das heißt, wir werden nicht den Wasserstoff in Gänze produzieren können in absehbarer Zeit. Heißt, wir haben ein großes Importthema. Das betrifft auch das Thema Wasser, weil da hängen Produktionsprozesse mit zusammen an den Landstellen, wo letztendlich Wasserstoff aus anderen Regionen anlandet, aber im Kern befassen wir uns auch heute in diesem Vortrag eigentlich mit dem Eigenproduktionsthema für die industrielle Wasserstoffversorgung, für das Thema Mobilität, für das Thema Energieversorgung, wo Wasserstoff letztendlich aus verschiedenen Gründen eine zentrale Rolle spielt. Dem geneigten, hier haben wir ja gesehen, hier sind viele schon recht gut informiert, das werde ich mich jetzt nicht tiefer mit beschäftigen. Interessanterweise mussten viele Projekte feststellen, dass ja Wasser eine Rolle spielt beim Thema Wasserstoff. Das war tatsächlich, waren das die ein oder anderen spannenden Diskussionen. Wie beim Strom, das kommt nicht einfach aus der Wand, ja, sondern da steckt was hinter. Und weil letztendlich am Ende des Tages wir Wasserstoff produzieren und Sauerstoff und das passiert über den Energieeinsatz am Wasserstoff, am Wasser letztendlich, am Wassermolekül und somit ist Wasser der Ausgangsstoff. Und beim grünen Wasserstoff eben, und das sind die Standortfaktoren, sehr entscheidend erneuerbare Energien. Das haben wir im Nordwesten in großem Maße. Dort landen die großen die Offshore-Energieparks, dort landet der Strom an. Wir haben sehr viel Windenergie im Nordwesten, Photovoltaik letztendlich auch. Dann ist sehr relevant die Anbindung ans Kernnetz, große Speichertanks, weil letztendlich Wasserstoff als Zwischenspeicher für Energie genutzt werden kann und auch genutzt werden soll. Und dort haben wir eben große Kavernen im Nordwesten, Fachkräfte. Ja gut, die sind überall knapp. Investitionen, hier sprechen wir über sehr nennenswerte Investitionen, mehrere Milliarden, die dort letztendlich im Spiel sind. Und wie gesagt, das Letzte ist Verfügbarkeit von Wasser. Auch tatsächlich, wie gesagt, in der Diskussion immer mit am letzten, an letzter Position. Aber ich glaube, die Sensibilität haben wir etwas erhöhen können in den letzten 2 Jahren. Wofür wird Wasser benötigt? Letztendlich in den konkreten Prozessen. Wir haben eigentlich 2 Kernprozesse. Der eine Prozess, das sehen Sie auf der rechten Seite, das ist die Elektrolyse. Für die Elektrolyse, da klassischerweise PEM-Membranen eingesetzt werden, brauchen wir hochreines Wasser. Das ist demineralisiertes Wasser, auch gerne Reinstwasser genannt. Das heißt, wir haben dort eine sehr komplexe Aufbereitungsmethodik, um dieses Wasser zu erzielen. Und in einer Vorstufe wird klassischerweise eine trinkwasserähnliche Qualität benötigt, um letztendlich Kühlwasser zu verwenden, Kühlung zu erzeugen. Woher kann dieses Wasser kommen? Und das ist etwas, mit dem wir uns in letzter Zeit sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Das sind nämlich eben nicht nur die klassischen Quellen, die wir kennen als Trinkwasser aus Grundwasser oder Trinkwasser bzw. Grundwasser, sondern für uns sind eben gerade industrielle Abwässer, Regenwasser, kommunales Abwasser, Meerwasser und Oberflächengewässer eine sehr spannende Quelle. Beim Oberflächenwasser reden wir gerade im Nordwesten davon, dass wir das saisonal in einem massiven Überschuss zur Verfügung haben. Man spricht immer gern davon, ich weiß nicht, 500 Millionen, manchmal hat man auch schon 900 Millionen gehört, da schreiben sich die Fachleute drüber, die wir mal so über den Deich pumpen. Das machen wir aber primär im Winter und Sommer ist dann ein bisschen knapp. Das heißt, also es steht nicht permanent zur Verfügung, aber ist für uns eine sehr spannende Quelle.
Trinkwasser, müssen wir allerdings sagen, sowie Grundwasser ist auch eine Quelle, um die natürlich eine Vielzahl an Konkurrenzsituationen entstehen, wo wir eine hohe politische Diskussion haben, eine hohe gesellschaftliche Diskussion haben. Und daher ist unsere Kernthese, die wir auch mit der Politik im starken Maße teilen, ist das Thema Trinkwasser bzw. Grundwasser steht für die Wasserstoffproduktion nicht zur Verfügung. Weil es sorgt dafür, dass ihr das über einen anderen Weg realisiert. Wie gesagt, daran arbeiten wir. Jetzt haben wir hier mal drei verschiedene Wasserquellen, Ressourcenquellen gegenübergestellt. Das dunkelblaue ist Meerwasser, das hellblaue Oberflächenwasser und das grüne ist Kläranlagenablauf. Alles drei potenzielle Ressourcen und hier gegenübergestellt aus drei Perspektiven. Einmal die Komplexität der Aufbereitung, der Energiebedarf und alles mündet irgendwie in Kosten. Und wenn man sich das anschaut, dann sehen wir eben, dass Meerwasser mit Abstand die kostenintensivste und komplexeste Ressource ist, die wir dafür verwenden könnten. Von den drei hier betrachteten ist Kläranlagenablauf eine durchaus günstige Alternative und Oberflächengewässer, wo wir aber eben die größten Mengen auch letztendlich zur Verfügung hätten, spielt sich so im Mittelfeld ab. Wobei man sagen muss, und da werden wir sicherlich noch zu kommen, dass auch gerade das Thema Wassermanagement hier eine wesentliche Rolle spielt. Schauen wir uns das mal an einem konkreten Beispiel an und ich muss sagen, das hier, das Beispiel, das wir hier jetzt zeigen, das ist schon ein richtig gutes Beispiel. Da ist eine Mannschaft hinter gewesen, die sich wirklich Gedanken gemacht hat, wie man eine wassersparende Lösung generiert. Und jetzt am Beispiel Meerwasser, da reden wir eben über 1,6 Millionen Kubikmeter, die hier an dieser Stelle benötigt werden würden. Davon gehen 400.000 Kubikmeter in die Kühlung und 400.000 Kilometer in die Reinwasserproduktion, in die Elektrolyse. Und wir haben letztendlich dann 800.000 Kubikmeter pro Jahr, die als Konzentrat und Spülwasser dann, und das ist auch noch ein wichtiges Thema, einen Abwasserstrom erzeugen, der letztendlich auch an einer Stelle verbleiben muss. Abwasserstrom, dahingehend Konzentrate, bedeutet ja, die Stoffe, die ich vorher hatte, sind nur aufkonzentriert, aber es sind auch weitere Stoffe, werden letztendlich hinzugegeben. Sehr entscheidend hier, Kühlung, nur 400.000 Kubikmeter. Ja? Heißt, das ist ein Faktor 1:1 und das bedeutet, dort hinter steht eine Hybridkühlung, wo eine Mischung aus Trockenkühlung und nur ein geringer Anteil Verdampfungskühlung letztendlich drin ist, Verdunstungskühlung. Ja, die konkreten Zahlen, mit denen wir uns gerade beschäftigen für unsere Region sind, wir gehen in unserem aktuellen Szenario davon aus, dass wir ca. 10 Gigawatt Elektrolysekapazität in unserer Region realisieren werden. Wir haben in Summe Anfragen, die deutlich größer sind. Wenn man das aber abgleicht, sind es teilweise gleiche Firmen, die unterschiedliche Standorte austesten und alles wird nicht kommen. Viele Entscheidungen stehen erst Richtung 2026 an. Wie es konkret weitergeht, hinsichtlich des Wasserbedarfs kann man sagen, Reinwasserbedarf für diese 10 Gigawatt in unserem Szenario 10 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Abhängig von Technologie, abhängig vor allem auch von Betriebsstunden, läuft das Ganze mit 5000 Betriebsstunden oder mit 2000 Betriebsstunden oder was auch immer. Ja, darüber kann man dann lange diskutieren, aber wir müssen eine Annahme treffen. Und beim Thema Kühlwasser reden wir über 0 bis 40 Millionen Kubikmeter. 0 ist vollkommen illusorisch, das wird es nicht geben, ja, aber 40 Millionen ist auch unwahrscheinlich. Wir werden irgendwo um die 20 Millionen vielleicht landen, das ist so die Annahme, die wir haben. Also reden wir darüber, 30 Millionen Kubikmeter pro Jahr, 28 sollen die ersten stehen, bis 32 sind sie alle realisiert. Wir bauen also ein Drittel des OWVs, mal eben innerhalb von 5, 6, 7 Jahren nehmen uns auf, haben die ganzen Aufgaben, die wir sonst aus Infrastrukturerhalt, auf technischen Anforderungen, die dazukommen, obendrauf. Also, naja, wir haben zu tun. Ich sage vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich haben wir ein bisschen was zu diskutieren. Ja, danke. Herzlichen Dank, Herr Janssen. Ich darf Sie gerne wieder hier vorbitten. Vielleicht noch eine Einordnung. Sie hatten die 10 Gigawatt jetzt eben erwähnt, ne, dass das so im Raum steht, ungefähr für die Region. Können Sie das ins Verhältnis setzen zur gesamten geplanten Ausbau, insbesondere auf Bundesebene?
Also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hat unser Wirtschaftsminister Robert Habeck gestern nochmal 20 Gigawatt wieder ins Spiel gebracht. Und das ist auch die Größenordnung, die uns so jetzt bekannt ist. Das heißt, aus Ihrer Sicht sind es im Moment fast 50% der insgesamt für Deutschland diskutierten Ausbauszenarien zum Thema Wasserstoff, die sich in Ihrem Einzugsgebiet bewegen. Also verständlich, dass das ein Thema ist, das Sie sehr beschäftigt. Vielen Dank. Ja, wir wollen ein paar Perspektiven, ein paar Schlaglichter auf die Diskussion werfen jetzt in den nächsten Minuten und eigentlich heraus aus Ihrem Vortrag genau den Punkt nochmal aufgreifen, zu sagen, natürlich ist das Thema Wasserstoff als zentrales Thema der Energiewende eine bundesweite oder auch gar, Sie haben es gesagt, international relevante globale Diskussion, aber wir steigen eben genau ein jetzt mal mit der lokalen Perspektive, die es ja nun mal gerade bei der Wasserversorgung gibt, eine lokale und regionale Perspektive, also ohne Wasser kein Wasserstoff, mal so als Ihre Aussage, und mit Ihnen, Frau Gerke, würde ich da gerne beginnen, denn Sie sind ja in vielen Regionen in Deutschland tätig mit Ihren Projekten, auch mit dem Schwerpunkt natürlich Wasserstofftechnologie und der Frage, welche Rolle spielt das Wasser da? Was begegnet Ihnen da in den verschiedenen Regionen an Diskussionen und wo sind die Herausforderungen vergleichbar oder sind die ganz andere? Sie müssen das Mikro nehmen und anmachen, bitte. Ja, das ist richtig. Wir haben schon in vielen Regionen mit Vertretern sowohl aus dem Bereich der Energie, der Energieversorger, als auch mit Wasserversorgern gesprochen. Und in manchen Regionen ist es so, oder an Standorten ist es so, dass schon eine gewisse Sensibilität für das Thema vorhanden ist. Gerade in diesen Regionen, in denen man unter Umständen auch schon mit klimatischen Problemen zu kämpfen hat. Wir haben das eben auch gehabt, Trockenheit im Sommer. Da ist es schon so, dass es manchmal eine gewisse Sensibilität gibt dafür. Aber oftmals das Thema ziemlich ausgeblendet wird. Hängt natürlich auch mit strukturellen Entwicklungen zusammen. Viele Regionen möchten sich gerne als Wasserstoffregion etablieren, sodass man ganz gerne die Schwierigkeiten teilweise nicht so sieht. Ein Problem ist natürlich auch neben der Verfügbarkeit an Wasser, auch für viele dort, wie kann ich das hatten wir eben auch angesprochen, die Reinheiten zur Verfügung stellen, die ich benötige. Wer garantiert mir, dass ich die Reinheiten auch entsprechend herstellen kann? Das sind also auch Themen, die auftreten. Und manchmal erlebe ich auch schon, dass es durchaus so andeutungsweise Nutzungskonflikte gibt. Also gerade in trockenen Regionen, wo die Leute, also die Bürger und auch die Landwirtschaft sehr sensibilisiert ist für die Wasserproblematik, gerade im Sommer, ne? Sprengen ist nicht mehr möglich, Bewässerung nur zu bestimmten Zeiten, gibt es, kann man auch vereinzelt tatsächlich schon Stimmen in Medien finden, in denen darauf hingewiesen wird, sag mal, wie ist es denn überhaupt? Können wir das sicherstellen? Können wir das auch zukünftig, längerfristig sicherstellen mit den Ausbaustufen, die geplant sind und, und. Also wir sehen schon Nutzungskonflikte. Bei uns startet im Juli auch ein Projekt, da geht es genau in zwei Regionen darum, eine davon ist, betrifft auch den OWV und die andere Region ist das Ruhrgebiet, zu schauen, gibt es Nutzungskonflikte, wie lassen sie sich lösen, welche Dialogprozesse sind notwendig über mehrere Jahre hinweg, wo auch alle Akteure beteiligen wollen. Wir werden die Technologiebewertung uns mal anschauen. Ich denke, aus meiner Sicht ist da noch sehr viel zu tun, obwohl ich finde, dass es schon sehr, sehr schöne Studien gibt, vom DVGW oder auch aus Brandenburg, wo wirklich mal so Potenziale sich angeschaut werden, bedarfend angeschaut werden. Aber man muss halt auch weitergehen, ne? Probleme adressieren, wie bereite ich das Wasser auf, was mache ich, wenn ich alternative Quellen nutzen möchte und. Dankeschön. Merkel-Liebing, wie sehen Sie das Thema lokale, regionale Perspektive? DVGW direkt eben schon angesprochen. Gibt es da Herangehensweisen, muss ich sagen, die sind erfolgreich Schritt für Schritt, konkret auf das Thema Wasserstoff bezogen. Wie sehen Sie das? Ich würde ganz gerne mal also eine Gesamteinordnung machen. Das sind zwei Botschaften, die aber auch wirklich zusammengehören. Die erste Botschaft ist die, der Wasserbedarf wird nach allen vorhandenen Zahlen, von denen es übrigens ganz viele verschiedene gibt. Sie haben gerade eben gesagt 20 Gigawatt. Ich habe hier mal kurz geblättert. Da steht dann, das Bundeswirtschaftsministerium sagt auch 80 oder 100 Gigawatt an der Stelle. Also ein Teil der Unsicherheit, in dem wir uns befinden, liegt eben auch darin, dass Prognosen abgegeben werden, je nach entsprechender Interessenlage oder auch Kenntnisstand, die auch ganz entsprechend divergieren. Also, unsere erste Botschaft ist die, der Wasserbedarf der Wasserstoffelektrolyse wird auf ganz Deutschland gesehen die Energiewende in der Richtung nicht aufhalten. Das ist tatsächlich nicht in Deutschland weit die Ressource, die uns über ganz Deutschland gemittelt tatsächlich hier den Engpass entsprechend darstellt. Ich will das gleich nochmal erläutern. Die zweite Botschaft, damit die gleich dazu kommen,
ist die regional, so wie Herr Jansen das eben auch dargestellt hat oder wie das in den Projekten von Frau Gerke zum Ausdruck kommt, regional kann es definitiv zu Engpässen kommen und dafür ist ein gutes Wassermanagement tatsächlich erforderlich. Ich kann das gerne nochmal von den Mengen nochmal ein bisschen ausführen, aber machen wir vielleicht dann im nächsten Schritt, oder? Denke ich, dass wir, wenn wir nochmal bei der Vorstellung, dass wir so ein paar Faustformeln nochmal mitnehmen. Genau, ne? Genau, das wäre schön. Ja. Ja. Herr Liebing, Sie sind ja mit den kommunalen Unternehmen auf jeden Fall auf lokaler und regionaler Ebene unterwegs. Wie sehen Sie das? Zunächst kann ich nahtlos anknüpfen an das, was Herr Merkel gesagt hat. Das ist auch unsere Position und Einschätzung. Wir haben viel Wasser in Deutschland, aber eben nicht zu jeder Zeit, an jedem Ort, in der Form, wie wir es brauchen. Das heißt, es kommt auf ein intelligentes Wassermanagement an. Und die wichtigste Anforderung, die wir jetzt beim Thema Wasserstoffproduktion in Deutschland auch formulieren, ist genau das zu praktizieren, was Herr Jansen aufgezeigt hat, dass von Anfang an die Wasserversorger bei allen Wasserstoffproduktionsideen, Projekten, die jetzt initiiert werden, mit am Tisch sitzen, damit das Thema Wasser und Wasserstoff zusammen betrachtet wird. Wobei es uns eben auch darauf ankommt, dass wir uns intensiver damit beschäftigen, welche alternativen Wasserressourcen stehen denn für Wasserstoffproduktion zur Verfügung. Dann ist es auch unser Interesse, Besorgnissen vorzubauen, dass es zu Nutzungskonkurrenzen kommen könnte, dass dafür eben vorrangig das Trinkwasser genutzt wird. Nein, es gibt auch andere Quellen, die wir erschließen können, bis hin eben auch zu dem Klärwasser, Abwasser aus den Kläranlagen, das wir ja in der kommunalen Abwasserwirtschaft auch zur Verfügung stellen können. Das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Aber über allem steht das Interesse, dass wir beides brauchen. Wir brauchen die öffentliche Wasserversorgung, dafür stehen wir als Wasserversorger, aber wir setzen genauso auch auf die Potenziale von Wasserstoff, die wir in der Energiewirtschaft und in der Industrie brauchen, und die Stadtwerke setzen hier auch auf diese Entwicklung, aber eben verzahnt miteinander. Okay, danke schön. Also für diesen Teil auch erst nochmal die Botschaft und zu dem Wassermanagement werden wir dann gleich auch, glaube ich, noch nachkommen bei den ganzen konkreten Forschungs-, Untersuchungs- und Projekten, die es gibt. Aber da steckt der Ansatz drin. Es ist also nicht per se unmöglich, ja, sondern es geht darum, schlau zu managen, die richtigen Quellen auszuwählen, damit natürlich zuallererst das Lebensmittel Trinkwasser, wenn ich es richtig verstanden habe, und Trinkwasser an sich natürlich in seiner wertvollen Form nicht in der direkten Konkurrenz jetzt für diesen Stoff oder diese Energiequelle Wasserstoff steht. Herr Merkel, nur um nochmal nachzufragen, ob ich das auch richtig verstanden habe, wenn Sie sagen, natürlich bundesweit gesehen, könnte man sagen, es steht genug zur Verfügung. Wäre das zum Beispiel, wenn man sagt, gibt es ja die Diskussion, das Thema jetzt Kühlwasser oder Prozesswasser, dass man sagt, große Mengen Kühlwasser braucht man jetzt nicht mehr bundesweit gesehen, weil die Energiewende, die großen Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, da geht der Verbrauch in Anführungszeichen des Wassers zurück. Bilanziell gesehen steht das jetzt sozusagen für andere Quellen zur Verfügung. Das könnte man sagen. Wenn man jetzt aber hinguckt, könnte man natürlich sagen, es sind andere Regionen, wo das nicht mehr genutzt wird, als das, wo der Wasserstoff ist. Ist das so das, was Sie meinten? Ganz genau. Also das ist eben tatsächlich die Diskrepanz zwischen einer deutschlandweiten Bilanzierung und der Situation direkt vor Ort. Aber ich möchte ganz gerne die Zahlen noch mal ein bisschen einordnen. Wir haben mal den Ausbaubedarf von den Zahlen, die, sage ich mal, als Bandbreite zur Verfügung stehen, mal hochgerechnet in der Realisierung und in den entsprechenden Mengen, die dann als Wasser gebraucht werden. Ich will mal als Faustformel in der Größenordnung 20 bis 40 Millionen Kubikmeter im Jahr deutschlandweit angeben. Wir nehmen mal die 20 Millionen. Die stehen derzeit in Relation zu 20 Milliarden Kubikmeter, die wir in der Wassernutzung in Deutschland verwenden. Also über alle Zweige. Ne? Das ist Energie, das ist thermische Kraftwerke, das ist Landwirtschaft, das ist Wasserversorgung in dieser Richtung. 20 Milliarden und 20 Millionen, ein Promille in dieser Richtung. So, jetzt ist es dann im Grunde genommen unerheblich, ob Sie jetzt auf diese 20 Millionen nochmal einen Faktor 2 oder 3 draufsetzen. Das ist der Bedarf von, ich sag mal, 3
3-4 mittelgroßen Städten. So, die kriegen wir auf jeden Fall gedeckt von den Wassermengen, die wir zur Verfügung haben, aber nicht an jedem Ort. Und das ist genau der zentrale Punkt, die Diskrepanz, die wir hier auch eben diskutieren. An den Punkten, wo sich dann das Interesse, die Technologien und die Bedürfnisse tatsächlich ballen, wo wir viel Wasserbedarf haben. Janssen hat das ja ausgeführt, dass das in Konkurrenz steht zu dem wachsenden Bedarf der Bevölkerung, zum wachsenden Bedarf in der industriellen Nutzung, zum zunehmenden Bewässerungsbedarf. Hier braucht es ein effektives Wassermanagement, entweder durch einen zentral zuständigen Verband, der diese verschiedenen Interessen in der Abwägung hat, und es braucht starke Behörden, die hier die Prioritäten tatsächlich setzen. Und den Satz müssen Sie mir jetzt noch erlauben. Der Vorrang der Trinkwasserversorgung ist natürlich gegeben. Das ist ja auch die Entscheidung des OWV so wie vorgestellt, dass man Grundwasser und Trinkwasser tatsächlich hier nicht in Betracht zieht, sondern andere Quellen erschließt. Dankeschön. Frau Gerke oder auch gern Herr Merkel, können Sie uns noch mal Sie haben jetzt diese Größenordnung 20 Millionen, 20 Milliarden genannt, aber wir haben ja eben schon mal gehört, man muss unterscheiden zwischen dem Reinstwasser, also dem ganz besonders aufbereiteten Wasser, was man für die Elektrolyse braucht, und dem sozusagen im Prozess in der Kühlung. Können Sie uns nur noch mal so eine Faustformel, damit man einfach jetzt hier rausgeht und sagt, ja, wie viel Wasser brauche ich denn jetzt? Ja, um meinetwegen, vielleicht gehen wir auch mal in eine Dimension ein bisschen runter. Ich finde diese Millionen und Milliarden auch immer so ganz schön viel. Kann man es für ein Kilo Wasserstoff oder so, haben Sie da eine Zahl? Denn ganz ehrlich, mir ging es so auch bei der Vorbereitung Gigawatt, aber auch wo ich geguckt habe, da kursierten so viele Zahlen, dass es mir schwer fiel, da irgendwie mal so eine Faustformel zu haben. Wohlwissend, Sie haben es eben schon gesagt, hängt natürlich noch von der Laufzeit der Elektrolyseure und so weiter ab. Aber Sie haben jetzt die Chance, Frau Gerke, uns da mal so eine Hausnummer mitzugeben. Ja, Chance oder vielmehr die Herausforderung, weil es problematisch ist, tatsächlich da so Hausnummern zu nennen. Also was man sagen kann, ist, wenn man sich jetzt einfach nur mal anguckt, also man überlegt sich, ich glaube, das hatten wir auch in einer Grafik, ich habe den Einsatzstoff Wasser und möchte Wasserstoff produzieren, dann brauche ich, korrigieren Sie mich, 10 Kilogramm Wasser für 1 Kilogramm Wasserstoff. Reinstwasser. Das kann man, genau, das, ja, Reinstwasser. Ich nenne es jetzt mal so. Unbedingt, danke für den Hinweis, genau das ist nämlich der entscheidende Punkt. Das ist theoretisch bzw. praktisch genauso. Da steht im Grunde genommen einfach die chemische Reaktion hinter. Das kann man per se erstmal schon so sagen. Aber es ist natürlich ein Riesenunterschied, das haben wir vorhin in der einen Grafik auch gesehen, ob ich Trinkwasserqualität habe, die ich nur bis zu einem gewissen Maß aufbereiten muss, weil nur auch noch sehr, sehr, sehr herausfordernd ist, muss einfach gesagt, um die Reinwasserqualitäten zu erhalten. Also muss ich das so vorstellen, wir hatten vorhin die PEM genannt, als Elektrolyse, da brauche ich eine Qualität, die sie höher nicht mehr geht. Wir sprechen von physikalisch reinem Wasser. So, wenn ich jetzt die Qualität des Wassers immer mehr senke, bis hin zum Beispiel zum Meerwasser, was ich ja grundsätzlich auch einsetzen kann, das könnte ich auch als Trinkwasser aufbereiten, ist bekannt, dann kann es sein, dass ich tatsächlich relevante Mengen an Wasser als sogenanntes Konzentrat verliere. Also es können durchaus 40% oder mehr sein, je nachdem, wie ich aufbereite. Durch Verfahren, ich nutze, welche Qualität ich bereits vorliegen habe. Dieses Wasser fällt als sogenanntes Konzentrat an. Man kann sich das ja vorstellen, irgendwo müssen die Salze hin. So, und dann habe ich also einen großen Salzstrom, und das ist auch ein Riesenthema. Da haben wir auch schon Elektrolysebetreiber gehabt, die nach Lösungsvorschlägen gesucht haben. Die gesagt haben, hier habt ihr noch eine Idee, wie man dieses Konzentrat so aufbereiten kann, dass es eingeleitet werden kann. Kann ich da vielleicht sogar Wertstoffe rausholen? Ja, das ist ein großes Thema. Also da benötige ich natürlich deutlich mehr Wasser. Kläranlagen, Abläufe, die ich auch unheimlich spannend finde als alternative Quelle, die man auch aus meiner Sicht unbedingt immer mitdenken müsste, muss natürlich auch stärker aufbereitet werden, haben aber letztendlich Oberflächenwasserqualität, wenn man so will. Ne? Werden ja auch Gewässer eingeleitet. Genau, also jetzt einmal beleuchtet das Thema Wasseraufbereitung, das zweite ist das Thema Kühlwasserbedarf, und das sind ja dann durchaus erhebliche Mengen, und da ist es jetzt tatsächlich schwer, Faustformeln zu nennen. Das geht von fast keinem zusätzlichen Bedarf, wenn man in der Richtung Luftkühlung geht, bis eben dann doch tatsächlich fast dem Zehnfachen der entsprechenden Menge, wenn man in die Durchlaufkühlung geht. Wir haben mal versucht, das in entsprechender Bilanzierung zusammenzufassen, und das ist jetzt tatsächlich ganz frisch eine Broschüre, die heißt dann Kühlwasserbedarf der Wasserstoffelektrolyse, wo eben der Gesamtwasserbedarf tatsächlich auch
auch mal vorgerechnet wird mit den verschiedenen Verfahren. Wir haben ein paar Exemplare dabei, kann die hinterher zur Verfügung stellen, sonst finden Sie die wirklich ganz frisch, auch beim DVGW. Können Sie hinterher kurz kommen, dann gebe ich den ersten welche mit und die anderen müssen halt weiter googeln. Ja. Ja, super. Come first, ne? Genau, surf first. Dann kommen wir doch zu dem Punkt, wir haben jetzt schon die verschiedenen Möglichkeiten der Bewirtschaftung ja angesprochen. Also Sie haben es auch in Ihren Folien gezeigt, hatten ja die drei Quellen, die Frau Gerke eben auch schon mal aufgezeigt hat, Meerwasser, Oberflächen, Wasser, Abwasser benannt. Was tut sich denn da jetzt so in der Forschung? Also Sie haben es schon, Herr Merkel, auch mit der Frage, ne, man kann bei diesem Prozesswasser nahe Null sozusagen gehen oder also da sind die Schwankungsbreiten ganz groß. Wie schätzen Sie das ein? Was wird die Forschung da bringen und was kann man Richtung eben Wassermanagement jetzt beim Thema Wasserstoff weiter vorantreiben? Vielleicht Herr Janssen aus Ihren Projekten berichtet und dann gerne auch aus Ihren Erfahrungen. Ja, also was bringt die Forschung? Vielleicht mal daran einfach nur. Ja, vielleicht mal bezogen auf das Thema Wassermanagement jetzt erstmal. Ich glaube, was man sich vorstellen muss, ist jetzt, ja, wir haben gesagt, wir müssen die Wasserversorgungsunternehmen früh mit reinbringen, aber wir müssen hier die ganze Wasserwirtschaft abholen. Das heißt, wir reden eben nicht nur über die Wasserversorgungsunternehmen, sondern wenn wir beim Oberflächenwasser sind, haben wir als Big Player eben bei uns oben auch die Entwässerungsverbände und haben wir natürlich auch sehr viele Behörden, die mitzunehmen sind. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir haben dort Gewässer, das war jetzt nicht das große Interesse der Vergangenheit, dass man sich dezidiert damit auseinandersetzt, oh, wie viel Menge fahre ich denn gerade ab, wie sind denn die Pegelstände, wie stehen die denn zu den Verhältnissen, zu dem, was fällt an Regen, wie viel geht ins Gewässer, wie viel fließt ab, also es gibt keine Bilanzen, es gibt sehr wenig Daten, zu den Qualitäten sind die Daten auch sehr beschränkt und wir brauchen ja nun mal einfach eine gewisse Datenbasis, um hier konkrete Aussagen zu treffen und daher ist für uns natürlich genau bei dem Thema Wassermanagement die Datenlage ist ein sehr, sehr zentraler Punkt, um dann auch dahin zu kommen, was haben wir denn für Notwendigkeiten, Zwischenspeicherkapazitäten zu schaffen. Ja, ich bin noch gar nicht bei dem Punkt, boah, Zwischenspeicherkapazitäten, da brauche ich ja Fläche, wie kriege ich denn die Fläche? Ne? Ich sag mal, ich komme auch aus, gebürtig aus der Landwirtschaft, sage ich jetzt mal, ja, Fläche hat man, die gibt man jetzt nicht zwingend ab. Ne? Und so muss man jetzt mal gucken, ja, wo entwickelt sich das hier hin und wie geht man letztendlich damit um. Und ich glaube, das ist hier eine der großen Herausforderungen. Und dann sind wir noch bei einem ganz wesentlichen Punkt. Ja, wir haben eine Zeitschiene, die bezogen auf diese fehlende Datenqualität aus heutiger Sicht eigentlich illusorisch ist. Und wir haben Genehmigungsbehörden, die eben nicht das Handwerkszeug an die Hand geben, bekommen, ihre Freiheitsgrade zu erkennen, womit sie diese Genehmigung erteilen können. Die sitzen auch wieder Ochs vorm Berg. Das ist relativ leicht. Ich weiß nicht, ob hier irgendeiner aus der politischen Schiene dabei ist, ja, ein Wasserstoffbeschleunigungsgesetz zu beschließen. Ja, aber unten die Ausführungsebene, die braucht das Handwerkszeug, wie sie damit umgehen muss. Und da ist, glaube ich, noch ein ziemlich langer Weg zu. Achso, vielleicht, weswegen ich das gesagt habe, das ist auch ein großer Teil des ganzen Themas Forschung, nämlich das ganze Stakeholder-Management, das dahinter steckt und alle Beteiligten mit ins Boot zu holen. Dankeschön. Weil zu den Anforderungen der Politik kommen wir dann gleich auch noch. Gibt es noch mal aus Ihrer Sicht da Ergänzungen, Frau Gerke, Herr Merkel? Wir hatten ja die verschiedenen Stellschrauben auch genannt. Wir haben einmal die Erzeugung des Wasserstoffs. Auch hier wird sich sicherlich im Bereich der Elektrodenentwicklung noch ein bisschen was tun und vielleicht auch tun müssen. Aber wenn es um den Wasserbedarf tatsächlich geht, dann haben wir einmal den Punkt, den Frau Gerke gerade angesprochen hat, also die Voraufbereitung von verschiedenen Wasserqualitäten. Und da würde ich ganz klar sagen, standortbezogen die richtige Aufbereitungstechnologie zu finden, ist tatsächlich etwas, was mit Kompetenz der Betreiber, der Antragsteller, der Wassermanager und dann auch der Behörden zu tun hat. Also Optimierung der Aufbereitungsverfahren. Dann gibt es den zweiten Punkt, das ist das Thema Konzentratanfall. Frau Gerke hatte ja die Größenordnung auch genannt. 40%. Kreislaufführung, Rückgewinnung spielt hier auch. Es sind hier Möglichkeiten, wenn Wasser tatsächlich der Engpass ist. Aber man muss dazu dann auch wissen, es gibt nichts umsonst. Ne? Also wenn ich mehr rückgewinne, muss ich mal ganz über ganz grob gesagt mehr Energie reinstecken und dann wird der ganze Prozess entsprechend teurer. Und der dritte Punkt, ganz klar,
klar, der Kühlwasserbedarf ist auch ein ganz starker ökonomischer Faktor. Herr Jansen hatte das entsprechend auch gesagt. Hier gibt es mit Sicherheit Optimierung und ein ganz interessanter Aspekt. Wir reden jetzt ja immer davon, die Wärme muss irgendwo hin, die ist uns sozusagen im Weg. Wenn man jetzt mal an den parallel laufenden Prozess kommunale Wärmeplanung und Nutzung von anfallenden Abwärmen für die regionale Energieversorgung denkt, dann steckt hier auch ein entsprechendes Potenzial. Hängt auch wieder stark vom Standort ab, weil Wärme kann ich nicht beliebig weit transportieren und so weiter und so fort. Aber hier gibt es eine ganze Menge an, wie soll ich sagen, verschiedenen Bausteinen, die zusammenkommen können, wo wir noch viel lernen müssen, wo wir praktische Erfahrungen sammeln. Und dann kommen wir auch zu diesem Thema, das müssen dann am Ende auch die Behörden als Gesamtkonzept entsprechend verstehen. Sehr, sehr komplex, kann ich nur so zusammenfassen. Dankeschön. Vielleicht noch vorher eine Frage an Sie, Frau Gerke, bevor Sie dann noch die weiteren Punkte noch sagen. Kann man Reinstwasser eigentlich speichern? Also könnte man jetzt, wenn man sagt, wir haben eine Phase, wo wir wissen ja, Wasserverfügbarkeit hängt auch stark von den Jahreszeiten ab. Sie haben auch vom Thema Wasserspeicherung, ich glaube jetzt eher im Sinne des Oberflächenwassers auf der Fläche gesprochen. Wäre das möglich oder geht das technisch nicht gut? Genau, also prinzipiell ist das bestimmt möglich, aber je größer die Menge, desto schwieriger sozusagen. Also das ist ein Thema, ich war neulich bei einer Veranstaltung, beziehungsweise war online, da wurde genau das sehr, sehr lang diskutiert und der meist herbeigesehnte Vortrag war von jemandem, der sich mit Rohrleitungstechnologie befasst, obwohl da lauter Menschen waren, die eigentlich aus der Wasserstoffindustrie oder manchmal aus dem Bereich Wasser kamen, weil das halt enorm schwierig ist, diese Qualität dauerhaft und über die gesamten die gesamte Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Also ist ein Riesenthema, was auch eine gewisse Barriere darstellt, wenn ich das mal so richtig mitgenommen habe. Genau. Worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich nur noch die Fortführung dessen, was die Kollegen vorab schon gesagt haben. Aus meiner Sicht muss es jetzt langsam Pilotprojekte geben. Und zwar Projekte, die sowohl die technologische Ebene betrachten, also tatsächlich einmal komplett zeigen, wie sieht die Technologie aus, und das ist ja auch eine Riesenherausforderung, kann die Technologie überhaupt mit solchen Qualitäten umgehen? Oder wir haben auch vorhin von Alkalien, wenn ich mal so einen kleinen Exkurs geben kann, von PEM gesprochen. Es gibt auch die sogenannte alkalische Elektrolyse. Wir haben ein Projekt. Also PEM ist dann die Membran? Genau, genau. Mhm. Genau, die wurde vorhin erwähnt, aber wir haben auch andere Verfahren, wie beispielsweise die alkalische Elektrolyse. Und bei uns gibt es ein sehr großes Projekt, BMBF-gefördertes Projekt, bei dem wir aus Hüttengasen Produkte erstellen wollen. Es geht um CO2-Footprint, genau, ganz grob. Und eine Idee dabei ist, Methanol herzustellen daraus. Und am Ende dieses Prozesses bleibt ein Abwasser, in Anführungszeichen, übrig, das hochrein enthält man Methanol. Also dieses Wasser muss gar nicht die großen Reinheitsanforderungen erfüllen für die alkalische Elektrolyse. Aufgrund seiner Zusammensetzung ist es, das haben wir in unseren Forschungsprojekten auch zeigen können, durchaus direkt geeignet. Also man muss da immer noch ein bisschen unterscheiden. Aber um da auf den eigentlichen Punkt drauf zurückzukommen, aus meiner Sicht muss es Pilotprojekte geben, die einerseits die technologische Perspektive betrachten, aber wo halt auch wirklich mal alle Beteiligten, die eben genannt wurden, konkret zusammengebracht werden. Die Energieversorger, die Wasserversorger, Landesenergieagentur, Bürgerinitiativen, meinetwegen Landwirtschaft, Industrie, dass gemeinsam Konzept entwickelt werden, dass auch diese Pläne mal aufeinander abgestimmt werden. Das ist aus meiner Sicht genauso erforderlich. Weil diese beiden Perspektiven, die Technologie einerseits und auch die, wie sagen wir immer so schön, die partizipativen Prozesse auch wirklich real anzuwenden. Dankeschön. Herr Liebing, da klingelt es Ihnen ja wahrscheinlich. Also bei der ganzen Frage, wie gehen wir jetzt vor? Technisch haben wir gehört, ist auch richtig verstanden, Frau Gerke, dass die Frage, welches Wasser geht rein, in welcher Qualität, auch von der Technologie, wie ich die Elektrolyse mache, nochmal abhängig sein kann. Also es dadurch auch Unterschiede gibt und viel Forschungsbedarf, Pilotprojekte. Jetzt kommen wir mal zu der Frage, was heißt das denn fürs Große und Ganze? Also politische Rahmenbedingungen sind klar gesetzt. Gestern auf der Hauptbühne, ne, erste große Diskussion, Wasserstofftechnologie. Wir haben das Wasserstoff-Elektrolyse-Beschleunigungsgesetz gehört, ganz frisch, ja, geht noch in den Bundesrat. Jetzt ist die Frage, Herr Liebing, was muss denn passieren, dass genau diese jetzt eben schon mehrfach angesprochenen Nutzungskonflikte aus Ihrer Sicht zwischen, sagen wir mal, Wasserversorgung allgemein, also nicht nur Trinkwasserversorgung, Wasserversorgung und Wasserstofftechnologie, nicht uns auf die Füße fallen?
In der politischen Landschaft ist inzwischen viel in Bewegung für das Thema Wasserstoff, um den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft zu organisieren. Da brauchen wir ja auch die Infrastruktur, das Wasserstoffkernnetz, das jetzt kommen soll, das Wasserstoffverteilnetz. Da gibt es umfängliche Gesetzgebungsverfahren, teilweise abgeschlossen, teilweise noch im Verfahren. Und eines dieser Gesetze ist eben dieses Wasserstoffbeschleunigungsgesetz, über das jetzt diskutiert wird. Es ist auch noch nicht im Bundestag. Also da beginnen jetzt die Diskussionen. Der Entwurf liegt vor. Das Kabinett hat jetzt gerade den Gesetzentwurf beschlossen. Wir halten es zum einen für gut und richtig, dass mit diesem Gesetz Beschleunigungsmaßnahmen auch verbunden sind. Eine davon ist, dass die Projekte für Wasserstoffwirtschaft im öffentlichen Interesse liegend definiert werden und damit in den Abwägungsprozessen der Behörden ein gewisses zusätzliches Gewicht bekommt. Aber es war uns, das halten wir auch für richtig, aber es war uns in der bisherigen Beratung wichtig, dass dabei die Belange der Wasserwirtschaft, der Wasserversorgung, der öffentlichen Wasserversorgung eben nicht unter die Räder geraten in diesen Abwägungsprozessen. Und deswegen ist es richtig, dass nach der ersten Diskussion die Bundesregierung auch entschieden hat, diesen Aspekt mit aufzunehmen. Das heißt, sie haben jetzt eine Formulierung gewählt, dass dieser deutliche Vorrang eben nicht dann gilt, wenn es die Gefahr gibt, dass Interessen der Wasserversorgung, der öffentlichen Wasserversorgung erheblich beeinträchtigt werden. Und jetzt sprechen wir über die ganz genauen Details. Was heißt denn erheblich beeinträchtigt? Da kann man dann trefflich drüber streiten und das hilft dann den Behörden vor Ort nicht, weil sie dann wieder den schwarzen Peter haben. Und darüber sprechen wir jetzt ganz konkret. Da geht es um einzelne Wörter in Gesetzgebungsverfahren. Wir eben versuchen dann eine Gleichgewichtigkeit auf Augenhöhe hinzubekommen zwischen dem Beschleunigungsinteresse für die Wasserstoffwirtschaft, aber gleichzeitig müssen wir eben aufpassen, dass die Interessenlage der öffentlichen Wasserversorgung, die, darauf legen wir auch immer Wert, mehr ist als nur die Trinkwasserversorgung. Wir haben eben auch vielfältige andere Bedarfe, die auch nicht unter die Räder kommen. Industrie braucht ja Wasser auch, genau. Wir brauchen ganz viele andere Zwecke, die eben auch nicht unter die Räder kommen dürfen. Dankeschön. Darüber reden wir jetzt. Merkel. Ja, in der Hinsicht sind wir tatsächlich in einer Zeit mit sehr hohen Dynamik. Lieben hat das gerade einmal ausgeführt, wie es, sage ich mal, auf der Seite der hohen Politik, also der Rahmengesetzgebung, tatsächlich jetzt gerade diskutiert wird. Parallel dazu laufen mehrere Vorhaben bei der LAVA, also Länderarbeitsgemeinschaft Wasser, in dem der Bund ja auch mitbeteiligt ist, wo es unter anderem um das Thema geht, Priorisierung von Wasserbedarfen, insbesondere in Situationen, wo wir in akute Knappheit entsprechend mit reinbekommen. Das ist ein Vorhaben, was von der LAVA-Vollversammlung auf den Weg gebracht ist, was bis 2026 hier einen entsprechenden Kriterienkatalog auch entwickeln soll. Und der spielt natürlich genau in diese Entscheidungsfindung dann entsprechend auch mit rein. Nur der Hinweis darauf, auch die Bundesländer in koordinierter Form beschäftigen sich gerade mit diesem Thema und setzen auf das auf, was hier gerade dann eben von der bundespolitischen Ebene auch mit vorgegeben wird. Vielleicht noch eine Frage auch in die Runde, um nochmal so eine Größenordnung auch zu bekommen. Also für Entscheidungsprozesse spielt ja der Faktor Geld häufig auch eine Rolle. Also wie teuer ist etwas, wird ja meistens dann mit Wert erstmal direkt in Beziehung gesetzt. Und wir wissen, dass das bei Wasser ja so eine Sache ist mit dem Wert und dem Preis. Welche Rolle spielt denn der Aspekt der Wasserverfügbarkeit oder der Nutzung des Wassers beim Wasserstoff? Also wenn jetzt ein Investor kommt, ja, und sagt, es sind ja häufig auch große Energieversorger, die da losgehen und sagen, ich muss mich um die Elektrolyseure und so weiter kümmern. An welcher Stelle kommt denn da das Wasser? Und können Sie mir sagen, wie viel Prozent das so ausmacht beim Preis eines Kilo Wasserstoffs, der produziert wurde? Ja, also unsere bisherigen Kenntnisse dazu sind, dass es ein niedriger, einstelliger Prozentteil ist. Ja, also wir sprechen da nicht über einen wesentlichen Kostenfaktor. Kosten ist das eine, ja, darüber wird gern diskutiert, aber ich komme gerne wieder zum Thema Zeit zurück und dann möchte ich auch in dem Zusammenhang vielleicht nochmal darauf hinweisen, so ein Wasserrechtsverfahren dauert auch locker mal 10 Jahre.
das relativiert den 1%. Ja, ja. Ich wollte nur sagen, das führt ja häufig dazu, dass Dinge vernachlässigt werden, weil sie eben nicht für Kosten im ersten Sinne. Aber Sie sagen, die Kosten entstehen an anderer Stelle. Okay, wir hören also mehr Konkretisierung, Herr Liebing. Also zum einen erstmal die Feststellung sozusagen der Bedeutung der Wasserversorgung, auch auf den großen politischen rechtlichen Rahmenbedingungen. Sie waren ja auch lange Mitglied des Deutschen Bundestags, haben also auch in diesem Verfahren mitbekommen, was manche Worte für eine Bedeutung spielen, wie schnell sie vielleicht aber auch eben mal gestrichen werden aus dem Text. Darauf zu schauen oder gleichzeitig auch zu sagen, die Begriffe müssen dann möglichst so konkret sein, dass eben die Behörden, die danach folgen, sich mit Wasserrechtsverfahren, mit dem ganzen Management beschäftigen, mit Fragen von Priorisierungen vielleicht irgendwann beschäftigen, in der Lage sind, damit umzugehen. Da kommen wir aber dann ja schnell auf die Landesebene. Das ist dann ja keine Frage der Bundespolitik mehr, ne? Weil da laufen dann ja auch auf der regionalen Ebene die Genehmigungsverfahren ab. Das heißt, die Länder sind dann in der Pflicht und dann kommt die Lava wieder dazu. Ist das so die Kaskade, die Sie auch sehen? Ja klar, die Umsetzung müssen dann die Behörden, Landesbehörden, kommunale Behörden, die Wasserbehörden vor Ort machen. Aber wenn wir uns das erlauben, 10 Jahre Genehmigungsverfahren für eine wasserrechtliche Genehmigung bei Wasserstoffprojekten verlaubt, dann haben wir schon verloren. Das heißt, wir müssen diese Verfahren einfacher, schneller, schlanker machen. Aber wenn die Verfahren für die Wasserstoffprojekte jetzt mit besonderem Vorrang versehen werden, kann es dazu führen, dass halt vor Ort in den Behörden priorisiert werden und dann die wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, die wir ja auch für die Wasserwirtschaft brauchen, hinten runterfallen und geschoben werden. Und dann sind wir da noch länger als 10 Jahre. Können wir uns auch nicht erlauben. Und das ist jetzt für uns auch für den Vollzug wichtig, wofür wir werben, dass in diesem Zuge, wenn wir über Beschleunigung der Wasserstoffprojekte reden, wir gleichzeitig auch die Verfahren für die Wasserwirtschaft genauso entschlacken müssen, denn sonst kommen wir da bei beiden Seiten nicht ausreichend schnell genug über die Rampe. Vielen Dank, Herr Merkel. Im Grunde genommen sprechen wir über miteinander vernetzte Infrastrukturen. Wir reden jetzt, also der Aufhänger war, wir brauchen Energiewende, das heißt, wir reden über das Energiesystem. Wir haben aber auch gelernt, dass das Thema Wasser jetzt hier nicht vernachlässigt werden darf. Das heißt, wenn ein Bundesland zum Beispiel mit dem politischen Auftrag kommt, wir wollen ein Wasserstoffkernland werden oder wir wollen hier einen Entwicklungsschwerpunkt setzen, dann muss dasselbe Bundesland auch darüber nachdenken, das Wasser entsprechend zur Verfügung zu stellen, sprich die übergeordnete Infrastruktur hier auch bereitzustellen. Wenn Wasser fehlt, kann man tatsächlich Wasser transportieren. Das haben wir in vielen Regionen ist die Situation tatsächlich auch so. Aber das gehört entsprechend zusammen. Und jetzt kommt der dritte Punkt noch dazu, das hatte ich vorhin auch schon mal angesprochen. Kommunale Wärmeplanung, also die Nutzung von Wärme vor Ort, ist wiederum eine Infrastrukturmaßnahme. Und auch die gehört in diesen Komplex damit rein. Ich will das nicht verkomplizieren, aber die Erfahrung zeigt, dass wenn man tatsächlich an einer Stelle entsprechende Fortschritte erzielen will, es gut ist, wenn man den Gesamtkontext entsprechend mit berücksichtigt und nicht behauptet, so, jetzt stecke ich hier mein Fähnchen in den Grund und sage, und hier wird jetzt ein Wasserstoffschwerpunkt. Man sollte von vornherein über die gesamten Implikationen nachdenken. Dann kann es auch gelingen. Und da sage ich nochmal meinen Satz von Anfang. Das Thema Wasser wird hier nicht der grundsätzliche Showstopper sein. Es muss aber mitgedacht werden, damit es funktionieren kann. Vielen, vielen Dank, Herr Merkel. So, jetzt haben wir gerade einen Hubschrauber über uns. Ich habe eben gefragt am Anfang, wer von Ihnen ist der Meinung, dass das Thema Wasser ausreichend bei der Diskussion zum Thema Wasserstoff berücksichtigt wird? Von denen, die schon da waren, sind noch ein paar dazugekommen, hat keiner die Hand gehoben. Kann sein, dass Sie die Hand nicht gehoben haben, weil Sie sagten, kann ich nicht beurteilen. Oder weil Sie eben in diesem Wasserthema so stark drin sind, im Wasserstoff, dass Sie das beurteilen konnten. Mal gefragt, bei wem von Ihnen hat sich jetzt einfach nochmal die Perspektive auf das Thema verändert im Vergleich zum Hereinkommen hier in dieses Fachforum? Wer hat nochmal irgendwie ein paar Aspekte mitgenommen? Danke. Reden Sie ruhig, denn das wollten wir natürlich erreichen. Sehr schön. Ich frage mal eine Person gerade, was haben Sie mitgenommen? Ich habe mitgenommen, dass nicht alles hoffnungslos ist und dass man sich von den Zahlen nicht beeindrucken lassen darf, aber man lokal einfach schauen muss, wo die Optionen liegen. Dankeschön. Die Antwort war, es ist nicht hoffnungslos, die Zahlen müssen aber vor allem muss man eben auf lokaler Ebene schauen, was geht. Dankeschön. Noch eine Stimme von Ihnen.
Ja, ich habe mitgenommen, dass es tatsächlich wichtig ist, kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich habe aber auch mitgenommen, dass die größte Hürde, die zu überwinden ist, die Aktivität der Behörden ist. Und hier frage ich mich manchmal, wenn ich also das Wasserwirtschaftsamt, das in unserem Bereich zuständig ist, hat absolut kein Personal mehr, um irgendwas zu bewegen. Dazu müsste man anders, aus meiner Sicht. Und was mir noch fehlt, ist eigentlich der Bedarf der gesamten Energie, der in der Zukunft zu erwarten ist. Und dann würde mich interessieren, wie sind die prozentuale Verteilung für Wasserstoff, für was geflossen. Also es gibt für mich noch keine nachvollziehbare Summe für die Gesamtenergie, die zu erwarten ist für die nächste Zukunft. Das ist ja oft thematisiert worden. Aber ich muss zuerst wissen, was brauchen wir in der Zukunft. Und dann auch ein Gefühl für die Herausforderungen zu bekommen. Natürlich. Ich wollte nur eine kurze Stimme einholen, deswegen ganz kurz. Okay, wir haben noch 2 Minuten. Herr Janssen hat ein kurzes Schlusswort. Es stört mich ein bisschen, dass man nur immer auf den Wasserstoff guckt, sondern bei der Elektrolyse entsteht ja auch Sauerstoff. Und speziell für Kläranlagen kann man ja den Sauerstoff auch nutzen für die Belüftung der Belebung und zum Beispiel für die 4. Reinigungsstufe, um aus O2 dann zurückzuputzen, auch klimaneutral. Da noch einen Nutzen dann daraus zu ziehen in der anderen Anwendung. Zustimmung. Danke. Vielen Dank für diese Eindrücke. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Janssen, Sie haben das Schlusswort hier für die ganze Runde und unsere Gäste in diesem Fachforum heute. Ja, in meinem Betracht der Zeit werde ich jetzt nicht noch große Thesen wiederholen, sondern möchte mich einfach für Ihre Anwesenheit bedanken. Freut mich, dass einige etwas mitgenommen haben. Die Aspekte der Abwasserreinigung bzw. der Nutzung des Sauerstoffs sind auch bei uns im Kopf. Kann ich vielleicht an der Stelle nochmal mitgeben. Grundsätzlich hoffe ich, falls irgendjemand hier irgendwas mit Wasserstoffprojekten zu tun hat, geben Sie einen Impuls in Ihre Projekte rein, sagen Sie, Wasser brauchen wir auch, ja, sollten wir uns mal mit irgendjemandem unterhalten, das könnte vorangehen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einfach noch einen schönen Tag hier auf der Woche der Umwelt und vielleicht bis zum nächsten Mal.